Probleme. Sofort eingerückt. Nächstes Pferd Baroncello. Das geht hier wie am Schnürchen. Degas ist der nächste. Auch der geht locker hinein. Da kommt bereits Diplomat heran. Auch der ist drin. Das geht hier wirklich sehr flott voran. Wir warten noch auf Milovic, auf Nordico und auf Wonnemond. So, jetzt kommt Milovic, der Favorit als letzter heran. Ist drin, alle Pferde startklar. Und das ist der Start zur X-Tipp Frühjahrsmeile 2017. Baroncello startet gut, ist gleich in vorderer Linie mit De Treville. Da ist dann auch an der Außenseite sofort hier mit dabei. Das sind die Farben von Nordico, von Diplomat, Entschuldigung, der sich hier weiter verbessern kann. Dann ist Wonnemond im Mittelfeld, Degas dort zu sehen. Und hinten im Feld zeigt sich aktuell an letzter Position der Trainingsgefährte von Diplomat Nordico. So geht es bereits ausgangs der Kastanienallee in den Bogen hinein. Und an der Spitze Milovic außen näher gekommen an die zweite Position hinter Baroncello. Drittes Pferd De Treville, Wonnemond an vierter Position, ist dicht auf. Dann sehen wir an der Innenseite Diplomat vor Degas und dahinter dann an den letzten beiden Positionen Palang gefolgt von an letzter Stelle, das ist Nordico. So geht es hier bereits oberhalb des Anstieges in den Schlussbogen jetzt hinein. Und an der Spitze Baroncello wird von Milovic bedrängt, der sich außen zeigt. Dahinter ist De Treville in guter Ausgangslage. Wonnemond außen versucht sich auch, wird aber schon geritten. Weiter innen kommt der Vorstoß von Diplomat. Milovic geht heran an Baroncello. Der wehrt sich noch außen, der Angriff von De Treville. Wonnemond wird immer stärker außen. Dahinter sucht Degas einen Platz. Wonnemond jetzt an der Spitze. Degas kommt. Wonnemond außen ist aber vorn. Degas versucht nachzusetzen. Wonnemond ist hier außen an der Spitze und Wonnemond könnte den Heimsieg holen. Er holt ihn. Wonnemond gewinnt mit Enki Gambart, dahinter Degas, an der Innenseite Diplomat, dann Milovic und dicht auf sahen wir De Treville und die anderen. Klasse Leistung hier vom Aufsteiger der letzten Saison. Heimsieg im Grupperennen für Wonnemond. Bleiben Sie hier vorne, die Siegerehrung direkt im Anschluss hier in Kürze auf dem Geläuf. Sie hören das Signal, das Sie vielleicht nicht so gerne hören, aber es gibt Überprüfungen durch die Rennleitung im achten Rennen. Überprüfungen durch die Rennleitung. Also bitte alle Wettscheine festhalten natürlich, bis die Rennleitung das Rennen offiziell bestätigt hat.